Jo, was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich wollte schon zu einer neuen Serie sagen. Zu Call of Duty Story 1, wie alles begann. Und in der letzten Folge haben wir den Captain Price befreit. Wir haben genau 10 Minuten nach ihrem ersten Schuss, um die Sache durchzuziehen. Mal gucken, was wir jetzt hier machen müssen. Schickt man jemanden, der uns rettet. Sie erledigen die vorderen Wachen, vor allem die MG-Stellungen. Wenn das Tor offen alles ist, klar. Sie ihren Hintern hinein und holen Sie den Major. Wir treffen uns beim Lastwagen. Okay, jetzt müssen wir wieder einen befreien, Major. Gut, dann werden wir mal schnell mal hier das MG ausschalten. Oh, wir haben eine Zeitangabe. Okay, an die Stelle kann ich mich irgendwie nicht dran erinnern, dass wir hier eine Zeitangabe haben. Oh, die hat vorbeigeschossen. So, jetzt, zack. Go, 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 go. Wo bleiben sie? Ah, da sind sie. So, wir müssen jetzt den Major befreien aus dem KZ-Lager. Oder was das sein soll. Kann auch sein, dass es nur ein Stützpunkt ist. Oh, jetzt geht's hier richtig die Luzi ab. Komm, weiter nach vorne, weiter. Wir müssen uns beeilen. Nicht lang. Okay. Also heute haben sie anscheinend ein bisschen Zielwasser getrunken. Weiter. Wir müssen uns beeilen. Ich weiß nicht mehr genau, was wenn die 10 Minuten abgelaufen sind, was da passiert. Ob da hier Spezialeinheit von denen kommt oder ob einfach die Runde vorbei ist. Das kann ich euch leider nicht sagen. Müssen wir einmal mal gucken. Das heißt, wir machen hier so eine Art kleinen Speedrun durch. Weil das muss hier ein bisschen schneller vorangehen. Aua. Gucken, wie lange wir für die Mission brauchen. Oh, da ist noch einer. Also meine Kollegen. Oh, die brauchen ein bisschen länger. Naja, egal. Mann, das nenne ich Glück. Sie sind hier, um mich rauszuholen, stimmt's? Natürlich! Weiter, Männer. Keine Zeit für lange Begrüßungen. Warum sollten wir sonst hier sein? Kaffeekränzchen oder was? Yep. Aua. Oh, ich sehe. Na gut, meine Munition geht noch einigermaßen. Au! Brauch ein Medipack. Und das ganz, ganz dringend. Aua! Speedrun ist auch wohl nicht so gut. Komm, Medipack. Kein Medipack! Ich glaube, die Munition ist bald leer. Ich wechsle mal lieber die Waffe schon mal. Alles klar, du Setzer kann mich nicht erschießen, oder was? Ging das auch noch so? Ah, es ging sogar auch noch. Da war das noch nicht, dass die Sniper so gesprayt hat. So, gib mir Muni! Perfekt. So, 5 Minuten noch.
Das sollten wir eigentlich schaffen. Diese Map gab es übrigens auch als damals als Download für den Multiplayer. Komm. LKW, also können wir das jetzt hier ganz entspannt machen. Achtung, hier nochmal rein. Meli. Ja, ja, ihr werdet angegriffen. Ist aber keiner mehr da. So, schnell ab in den LKW. Tolle Leistung, Captain. Das haben Sie und Ihre Jungs gut gemacht. Wirklich gut. Ja, wir sind halt die Besten, ne? Deswegen sollen wir ja Spezialeinsätze machen. So, Freunde, wir wechseln auch direkt zur nächsten Mission. Gucken, was da gleich Phase ist. Meine Herren? Sie haben bis jetzt in Exeter für eine bestimmte Aufgabe trainiert. Diese Aufgabe hat offensichtlich mit der Einnahme von Brücken zu tun. Was ich Ihnen jetzt sagen werde, ist streng geheim. Wenn Sie das Wort Brücke außerhalb dieses Raums auch nur erwähnen und ich davon höre, und das werde ich, sind Sie sofort Reservist. Die Invasion Alter. Von Europa findet an 5 Stränden entlang der französischen Küste in der Normandie statt. Teile der 2. britischen Armee schlagen bei den Stränden Gold und Sword zu. Die 3. kanadische Infanteriedivision bei Juneau. Im Westen nehmen die Yankees Utah und Omaha ein. Die gesamte östliche Flanke ist somit ungeschützt gegen deutsche Konterangriffe aus der Region um Calais. Sollten die Deutschen hier durchbrechen, können sie mit Panzern die Strände von Sword bis Utah überrollen und den gesamten Brückenkopf auslöschen. Unsere Aufgabe und die der restlichen 6. Division der Luftstreitkräfte ist es, diese Flanke um jeden Preis zu sichern und wichtige Brücken entlang dieser Achse zu halten. Die Aufgabe der Kompanie D ist diese Brücke über den Conkanal. Die Gleiter werden uns im Schutze der Dunkelheit auf einem Feld nahe der Brücke absetzen. Von dort aus stürmen wir den Bunker und hindern die Deutschen daran, die Brücke zu sprengen. Mindestens eine Bren wird für ausreichend Feuer sorgen, während wir sie flankieren. Sobald wir die Brücke eingenommen haben, halten wir sie bis zur Ablösung. Währenddessen müssen wir uns gegen die Deutschen eventuell mit ihren eigenen Waffen verteidigen. Sie sollten sich also mit den hier in der Basis befindlichen Beutestücken vertraut machen. Viel Glück und viel Erfolg. Jo. Wegtreten. Das, alles klar, das sollten wir, denke ich, mal hinkriegen, oder? Sollte jetzt nicht allzu schwer sein. So, oh, Frankreich. Gesundheit, mein Freund. Ey, guck mich auch direkt an. Ja, nochmal Gesundheit. Ey, guck mich wieder an. Das ist ja lustig. Ich kann den Bois de Bavon nicht sehen. Nochmal Gesundheit. Verdammt nochmal. Und wieder. Das ist der größte Wald der Normandie. Mach die Augen auf. Mach ich ja, da ist kein Wald. Vielleicht haben sie ihn verlegt. Laut meinen Berechnungen sind wir auf Kurs. Schwenkt mal 2 Grad weiter nordwärts. 5, 4, 3, 2, 1. Bingo! 2 Grad Steuerbord auf Kurs. Ja, und jetzt sitzen wir hier drin und warten, oder was? Aber wir haben Fallschirme auf dem Rücken. Das heißt, wir müssen gleich abspringen. Ah, ist das eine schöne Aussicht. Alles klar. Bereit machen zur Landung. Alter, wie landet ihr denn? Hey, hallo. Alles klar. Landung, was? Ja. Sind alle okay? Mills? Geht mir gut, ganz wunderbar. Hoch mit euch. Na los. Bewegung, Bewegung, macht schon. Ja. Sergeant Evans, schön, dass Sie noch da sind. Wir haben Glück. Die Deutschen haben unsere Meisterlandung nicht bemerkt. Suchen Sie sich einen guten Platz für den Bunker. Wir rücken hinter Ihrem Feuerschutz vor. Okay. Welche Waffe haben wir jetzt dabei? Oh ja, die war auch sehr nice. Die war auch sehr präzise. Die Enfield. Die Bren war auch nice.
So, wo muss ich denn nochmal hin? Wir haben das nochmal. Da im Bunker ist ein Geschütz. Hau Scheiße! Alles klar, sonst alle aufgeschaltet. Na toll. Da, ich kann natürlich damit nicht schießen, ne? In die Richtung. Da haben wir doch auch noch einen. Au! Beruhig dich, Brauner. Ich muss mal gucken hier, weil die Map so dunkel ist. Was müssen wir? Eliminieren Sie die feindlichen, eliminieren Sie alle Feinde im Gebiet und sichern Sie beide Enden der Brücken. Okay. Ich höre einen Panzer. Muss ich da drüben hin oder was? Okay, zu Price. Sie müssen zu Ihrer Flak und sie auf den Panzer richten. Suchen Sie Private Mills und nehmen Sie ihn mit. Alles klar. Schnell rüber. Au! Was ist los? Kein Problem, das bekomme ich hin. Soll ihr folgen? Also an die Mission kann ich mich echt kaum dran erinnern. Wir laufen einfach hier rüber. Oh, jetzt geht's an die Flak. Darf ich damit schießen oder was? Oh nice. Oh shit. Oh shit, Freunde, ich darf mit dem dicken Flak schießen. Und Feuer! 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 Okay. Also ist das wohl nicht für Menschen gedacht. Achso. Beruhig dich. Rückhalt gesichert. Jo, Brücke ist gesichert. Yippie, Brücke gesichert. Yippie. Na, alles okay. So, jetzt haben wir die Brücke gesichert. Und das ist auch ein guter Punkt, um mit der Folge aufzuhören, Freunde. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und einen netten Kommentar. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Also, Freunde, haut rein.